Über das Wochenende gab es einen weiteren Rückschritt für die Menschheit, denn der lang anhaltende Konflikt zwischen Israel und Gaza ist in den Kriegszustand eskaliert. Schon vor 10 Jahren hat der CEO Alex Karp prognostiziert, dass die weltweiten Spannungen deutlich ansteigen werden und es sich deshalb Palantir mit Hilfe ihrer Software zur Aufgabe gemacht hat, Konflikte möglichst schnell beenden zu können. Seit der Unternehmensgründung war Palantir noch nie so relevant wie im aktuellen Umfeld und ist daher im aktuellen Fokus der Wall Street. Zudem haben wir es bei Palantir mit einem sehr aussichtsreichen Chart aus charttechnischer Perspektive zu tun. Wir werden uns heute anschauen, wie es bei Palantir in den nächsten Monaten weitergehen soll. All das schauen wir uns in dem heutigen Video an. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKZM. Falls ihr mir meine Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben wollt, dann lasst diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Das heutige Video soll kein geopolitisches Video werden, das heißt, ich werde jetzt nicht im Detail über Israel und Gaza sprechen. Bevor wir mit der eigentlichen Analyse zu Palantir einsteigen, möchte ich kurz erwähnen, dass ich es wirklich bedauere, wie die aktuelle Lage rund um Israel und Gaza aussieht. Egal welche Seite jetzt die gute oder die böse Seite ist, am langen Ende verliert immer nur einer, und zwar der Zivilist, der mit diesen Kriegen eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Dementsprechend hoffe ich, und das gilt natürlich auch für alle anderen Konflikte, die wir zurzeit auf unserem Planeten erleben, dass es hier zu einer möglichst schnellen Lösung des Konfliktes kommt, der dann irgendwann mal auch mit einem Frieden hier einhergeht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, springen wir gleich mal in das kurzfristige Palantir-Chart. Lange ist es her, dass wir Palantir besprochen haben. Dementsprechend freue ich mich wirklich, heute mal wieder Palantir mit euch gemeinsam analysieren zu dürfen. Es hat sich tatsächlich einiges getan seit dem letzten Video. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das letzte Video, das liegt ungefähr 1 bis 2 Monate her. Dementsprechend hat sich hier natürlich auch strukturell aus technischer Perspektive einiges getan. Und entsprechend gibt es jetzt heute im Laufe des Videos auch einiges zu besprechen, denn die meisten von euch sind bei Palantir investiert. Bei mir im Portfolio meine größte Position. Ich glaube weiterhin an die übergeordnete Struktur von Palantir. Da haben wir hier unser Zweierchart, was unsere Tech 33 Abonnenten immer dazu bekommen im Update. Dort stellen wir immer den Multi-Jahres-Ausblick dar. Da hat sich am langen Ende nichts verändert. Und zwar gehen wir hier weiterhin davon aus, dass wir zu IPO den ersten bullischen Zyklus ausgebildet haben und seither, also zwischen dem Jahr 2021 bis zur Bodenbildung, bis zur lokalen Bodenbildung im Januar 2023, Palantir innerhalb dieser bärischen Welle 2 Struktur war, was dann auf dem Gesamtchart gesprochen ein komplett neues All-Time-Low hier ausgebildet hatte. Seitdem hat sich ja einiges getan und da kommen wir auch gleich mal wieder auf das Einser-Chart, also auf die kurzfristige Struktur zu sprechen. Wir haben es hier geschafft, einen ersten bullischen Impuls erfolgreich und zwar nachhaltig auszubilden. An dieser Stelle wollen wir uns natürlich die Frage stellen, wie geht es hier kurz- und mittelfristig weiter bei Palantir? Eine Sache ist ganz klar, wir werden es hier in den nächsten Tagen mit erhöhter Volatilität zu tun haben. Palantir ist kein Rüstungsunternehmen, aber es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass deren Software, vor allem jetzt auch ihre KI, auch immer mehr im globalen Einsatz Anwendung findet. Und letzten Endes bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Palantir im Israel-Gaza-Konflikt auch Anwendung finden wird. Dasselbe gilt natürlich auch für den Ukraine-Krieg, hat Alex Karp auch gesagt, dass deren Software aktiv verwendet wird. An dieser Stelle muss sich natürlich auch jeder Investor die Frage stellen, kann ich das Papier von Palantir moralisch vertreten? Möchte ich darin investiert sein? Wir sind hier zwar nicht direkt am Kriegsgeschehen beteiligt, also es ist kein klassisches Rüstungsunternehmen, die stellen jetzt keine Panzer her oder so. Das heißt, die profitieren jetzt nicht von der Länge des Krieges. Die meisten Rüstungsunternehmen, die profitieren ja davon, dass Kriege möglichst lang andauern. Wir sehen es jetzt auch beispielsweise am deutschen Markt, dass eine Hensoldt beispielsweise stark anspringt. Das Ganze natürlich durch die globalen Konflikte befeuert. Und wir haben auch immer mehr Staaten, die jetzt immer mehr wieder in Rüstungsunternehmen investieren. Das ist natürlich auch ein einseitiges Lobbyinteresse, was an der Wall Street bespielt wird. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz auf unsere aktuelle Rabattaktion hinweisen, die heute um 0 Uhr ausläuft. Das heißt, falls ihr euch schon länger überlegt habt, eines unserer Aktienpakete wahrzunehmen, dann solltet ihr das heute noch machen. Wie gesagt, 20% Rabatt mit dem Rabattcode DRAGON20 und ihr habt on top auch noch die Möglichkeit, zuzüglich zu diesen 20% Rabatt
auch noch Laufzeitrabatte wahrzunehmen. Wie ich finde, ein absoluter Must-Have. Und jetzt machen wir an dieser Stelle gleich mal weiter mit dem Video. Ich persönlich kann mein Invest bei Palantir vertreten, sonst wäre ich hier nicht investiert, denn ich bin hier klar der Meinung, dass Palantir als Unternehmen selber es sich zur Aufgabe gemacht hat, Konflikte möglichst schnell zu beenden und wieder für Frieden zu sorgen. So, wir kommen jetzt mal wieder auf die imminente Struktur zu sprechen. Da hat sich ja einiges getan seit dem letzten Update. Und zwar bin ich davon ausgegangen, dass wir es hier mit einer A-Welle zu tun haben. Diese Idee ist weiterhin dieselbe. Das heißt, das hier ist die A-Welle der übergeordneten Welle 2 Korrektur, die gleichzeitig in diesem Fall eine korrektive Bewegung dieses bullischen aufwärtsgerichteten Zykluses darstellt. Davor bin ich ausgegangen, dass wir hier hochkommen sollten in eine B-Welle, das Ganze dreiteilig ausgebildet und dann wieder abverkaufen in unsere Zielzone rein. Diese Zielzone ist und bleibt weiterhin relevant. An der Idee hat sich nichts verändert. Das heißt, auch in dem aktuellen Szenario gehe ich davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich in diese Zielzone reinlaufen sollten, allerdings in einer etwas anderen Struktur. Warum ist das Ganze so? Weil die aktuelle kurzfristige Struktur hier ein Flat-B-Szenario indiziert. Das heißt, das Einzige, was sich jetzt im Grunde verändert hat, ist die korrektive Bewegung dieser B-Welle. Die B-Welle sollte jetzt etwas höher kommen. Die hat ein Kursziel von mal mindestens 90% zur Oberkante. Das heißt, sie sollte im Normalfall 90% dieser A-Welle nach oben hin korrigieren, ehe wir dann mit einem signifikanteren Abverkauf in die C-Welle, die dann wiederum diese Welle 2 komplettieren soll, rechnen können. Es kann aber durchaus sein, dass eine solche B-Welle, und das Ganze wird natürlich auch Momentum- und volatilitätsentscheidend sein, deutlich höher korrigiert und sogar ein neues Hoch überhalb dem Startpunkt dieser Welle A, in diesem Fall korrektive Bewegung der Welle 2, auslösen oder ausbilden könnte. Das heißt, unser Widerstandsbereich wäre in diesem Fall beim 138%igen Expansionsniveau. Ich kann das auch ganz kurz mal projizieren, damit ihr das Ganze hier etwas besser nachvollziehen könnt. Und zwar hier bei rund $22,88. Dort wäre das 138%ige Expansionsniveau. Geht es darüber, haben wir es hier nicht mit einer korrektiven Bewegung zu tun. Ja, das muss ich auch erwähnen. Das heißt, hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass Palantir hier deutlich bullischer unterwegs ist und diese Welle 2 innerhalb dieser weiteren Kaufzone, die wir mit euch kommunizieren, nicht mehr ausgebildet wird. Das heißt, der Boden wäre hier bereits ausgebildet innerhalb dieser WXY-Struktur. Und dann würde Palantir sich schon innerhalb der Welle 3 Expansion befinden, die dann am langen Ende deutlich über das Niveau von $22,88 drüber laufen wird. Wir werden im Zuge der Updates genau einen Blick drauf werfen, ob Palantir es schafft, über das Niveau drüber zu laufen. Geht es da drüber, dann sind wir hier in der Alternative 3 drin und dann würden wir deutlich krasser expandieren und diese Zielzone, die wir aktuell noch als Primärerwartung hier erwarten, nicht mehr erreichen. Für mich aktuell absolut eine Win-Win-Situation. Wir persönlich sind ja hier schon kräftig investiert. Aktuell zumindest habe ich nicht vor, Palantir weiter einzukaufen. Falls ihr als Abonnenten hier bei Palantir aber noch nicht Fuß gefasst habt in diesem Markt und unbedingt einsteigen wollt, würde ich persönlich jetzt so vorgehen. Da hier die Wahrscheinlichkeit zu 45% besteht, dass wir den Boden hier schon ausgebildet haben in dieser Welle 2, was im Umkehrschluss bedeuten würde, wir werden nicht mehr in diese Kaufzone reinlaufen, dann würde ich jetzt zur Absicherung schon eine kleine Position etablieren, warten, was bei dem Niveau, also bei dem Widerstandsniveau um $22,88 passiert. Geht es da etwas kräftiger drüber, würde ich meine Position beispielsweise ausbauen. Und wenn nicht, auch gut, dann würden wir sehr wahrscheinlich in diese Zielzone reinlaufen und dann würde ich hier meine Position bedeutsam ausbauen. Wenn wir an dieser Stelle einen Blick auf die Alternative werfen, also mit der Möglichkeit, dass der Boden eventuell schon ausgebildet wurde, dann wäre unser erstes Kursziel innerhalb dieses Welle 3 Zykluses in Rot gesprochen bei rund $34,82. Das wäre auf den aktuellen Niveaus eine Verdopplung, was schon mal sehr, sehr stark ist, wie ich finde. Ja, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wir alle drei Zielzonen in der Vergangenheit erfolgreich abgegriffen haben und dementsprechend würden hier einige Abonnenten bereits auf dicken Profiten eben sitzen. Wenn wir gemäß unserer Primärerwartung nochmals in unsere Kaufzone reinlaufen sollten, dann werde ich hier definitiv nochmal aufstocken.
ändert aber für die Kursziele dieser Welle 3 Expansion nicht viel. Ja, auch hier würden wir erwarten, dass Palantir Richtung 162% im Expansionsniveau expandieren würde für diese Welle 3 und dann würden wir hier im allerersten Kursziel die 32 Dollar Marke erwarten. Auf den aktuellen Niveaus absolut spannender Titel, wie ich finde, wo man sich durchaus schon mal überlegen könnte, eine erste Tranche zu etablieren. Wir planen auch für unser Depot in Zukunft hier weitere Einstiege. Palantir ist ja Kandidat unseres 33 Pakets. Wie ich finde, charttechnisch betrachtet ein absolut interessanter Titel. Dazu reicht ein Blick auf die übergeordnete Struktur im Zweierchart, um zu verstehen, dass hier einiges gehen könnte in den nächsten Jahren. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.